Jawohl, alle freuen sich. Heute ist Pfingsten. Das ist der Sonntag im Kirchenjahr, ihr habt es gehört, wo in allen Kirchen überall landauf und landab in irgendeiner Form über den Heiligen Geist predigt wird. Für uns eigentlich, habe ich gedacht, so bei der Vorbereitung, die Predigt, die ihr heute Morgen hören werdet, die könnt eigentlich, die schließt eigentlich direkt an die Serie, die wir letzten Sonntag abgeschlossen haben, meine Kirche ist, weil ohne den Heiligen Geist gäbe es keine Kirche und ohne den Heiligen Geist gäbe es auch uns nicht. Und darum, das werdet ihr auch merken, immer wieder, die Predigt fasst ganz vieles wie nochmal zusammen von dem, was wir euch in den letzten 4 Predigten gesagt haben, wo es um das Thema Kirche gegangen ist. Also, Heiliger Geist, das Thema von heute. Und wenn ich so ein bisschen die Kirchenlandschaft hineinschaue, dann merke ich, für die meisten Christen ist der Heilige Geist eins von 2 Sachen. Entweder oder. Also für die einen ist der Heilige Geist irgendeine obskure Macht, die für lauter übersinnliche und schräge Erfahrungen verantwortlich ist, wo man nicht so richtig weiss, was man damit soll. Für die anderen ist der Heilige Geist eine unbekannte Grösse, wo selten bis fast gar nie darüber geredet wird. Und wenn er schon eine Weile bei uns in der FEG Visp sind, dann denkt er jetzt sicher, ja, und ich weiss, wie die in der FEG das mit dem Heiligen Geist handhaben. Die handhaben dann nämlich so. Der Heilige Geist ist eine unbekannte Grösse, wo selten bis nie darüber geredet wird. Ich möchte euch gerne heute Morgen sagen, und lasst das bitte in die Annalen von unserem Gemeindearchiv eingehen, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir glauben den Heiligen Geist, wir rechnen mit dem Heiligen Geist, wir reden über den Heiligen Geist, und zwar jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Wir sagen dem einfach anders. Wir nennen ihn Jesus. Jetzt gibt es solche unter euch, die sagen, ja, aber das stimmt doch nicht, das ist doch falsch. Der Heilige Geist ist doch nicht Jesus. Ja, das stimmt, der Heilige Geist ist nicht Jesus. Der Heilige Geist und Jesus sind 2 verschiedene Personen. Der Heilige Geist ist nicht Jesus, aber der Heilige Geist ist Jesus in uns. Und genau so redet Paulus immer wieder vom Heiligen Geist. Ich würde euch da gerne zeigen an ein paar Aussagen aus der Bibel. Zum Beispiel Galater 2, Vers 20, da sagt der Paulus, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Jesus lebt in mir. Im Kolosserbrief redet er darüber, dass der Gläubigen im Alten Testament verborgen war, wie Gottes Heilsplan für die Menschen nach Golgatha aussieht und nach Pfingsten. Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Aber dann kommt er und sagt, jetzt ist das Geheimnis seiner Heiligen, das sind all die Menschen, die Jesus angenommen haben, jetzt ist das Geheimnis seiner Heiligen offenbart worden, das Geheimnis, das im Alten Testament verborgen war, kommt jetzt an die Oberfläche und wie sieht das Geheimnis aus? Achtung, dieses Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Streng theologisch gesprochen müsste man Paulus sagen, also Paulus, du hast es so genau genommen mit der Theologie, immer wieder, das ist dir so wichtig gewesen. Eigentlich stimmt das so nicht ganz. Der, der in uns innen ist, da ist ja nicht Jesus. Jesus ist im Moment zur Rechten Gottes. Der, der in uns innen ist, ist der Heilige Geist. Aber trotzdem sagt der Paulus, Christus lebt in mir. Und ich glaube, der Grund, dass er das macht, ist der, dass er den Fokus auf Jesus will legen. Auf den Jesus, der für uns auf die Welt gekommen ist, der für uns gelitten hat, gestorben ist, am 3. Tag auferweckt worden ist. Und ich glaube, der Paulus macht aus gutem Grund, genau auf die Art und Weise, wenn er so über den Heiligen Geist redet, nämlich genau darum, um den Heiligen Geist, der dritte Person von der Dreieinigkeit, wo wir oft nicht wirklich verstehen und auch nicht wirklich fassen können, zum dem deren, ich sage jetzt einmal, deren Schattengestalt innerhalb der Dreieinigkeit, zum deren ein Gesicht geben. Ein Gesicht geben. Etwas, wo man fassen können, etwas, wo man anlangen können, etwas, wo man verstehen. Damit der Heilige Geist eben nicht eine obskure, übersinnliche Kraft wird, die für komische Sachen da ist und für alle möglichen Erfahrungen und Lehren muss herhalten, wo man sonst in der Bibel keine Erklärung dafür findet. Wenn irgendetwas passiert, wo man dann fragt und sagt, wo ist das heilsgeschichtlich abdeckt, wo ist das irgendwo auch in Gottes Wort innen abdeckt, dass man dann einfach sagt, ah, weißt du, das ist einfach der Heilige Geist, der das wirkt. Nein.
Paulus will dem Heiligen Geist ein Gesicht geben. Und ich glaube, er macht das bewusst. Und da ist auch da, was der Heilige Geist will. Er will nämlich vor allem eins, so sagt Jesus, nämlich ihn verherrlichen. Wenn er je fragt, was will denn der Heilige Geist eigentlich und vor allem, was will er in meinem Leben, dann ist es genau da. Jesus gross machen. Jesus gross machen. Ihn verherrlichen. Er will, dass Jesus in unserem Leben und durch unser Leben gross wird. Und ich komme nochmal auf den Paulus zurück. Er formuliert den Gedanken nämlich so, er sagt, ich ringe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnen soll. Wieder, soll nicht der Heilige Geist in euch Gestalt gewinnen, er sagt, Jesus soll in euch Gestalt gewinnen. Und die Frage ist, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn Gottes Geist da in unserem Leben will bewirken? Wie sieht das aus, wenn Gottes Geist da in einer Gemeinde will bewirken, dass Jesus gross wird, dass Jesus Gestalt gewinnen soll? Ich werde euch heute Morgen, Pfingstsonntag, mindestens 3 Sachen zeigen, wo ich überzeugt bin, dass der Heilige Geist die will wirken. Und zwar aus der Pfingstgeschichte, aus Apostelgeschichte 2 raus, aus dem Text, wo beschrieben wird, wie der Heilige Geist eben gekommen ist in die ersten Christen und Wohnung genommen hat in ihnen. Und, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagen sie auf, Apostelgeschichte 2. Sonst leset mit, ich habe euch den Text mitgebracht. Und blenden euch ein. Hier ist, was der Text über Pfingsten sagt. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle, gemeint sind Jünger, an einem Ort beisammen. Ungefähr übrigens 120 Personen, so lesen wir das im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie, Jünger, in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sind all die, die da reden, nicht Galiläer? Es ist komisch gewesen. Irgendwo sind da Leute gewesen aus aller Herren Länder in Jerusalem. Und sie merken auf einmal, meine Heimatsprache wird geredet. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo in Tunesien und plötzlich hören da rein singen, als was brüchst du auf der Welt. Oder ich würde das sagen, komisch, oder? Ein Tunesier, der Walliserdeutsch singt. Etwa so muss das gewesen sein. Wie hören wir die Galiläer da, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind und dann wird aufgezählt? Parther, Meder, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten. Proselyten, das sind die, wo sich aus dem Judentum aus dem Heidentum raus zum Judentum bekehrt haben. Wie funktioniert da Kreter und Araber? Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, die sind doch voll süßen Weines. Die sind gesuffes. So wie der Text. Was ist es, was an Pfingsten passiert? Oder anders ausgedrückt, wie sieht die Gemeinde aus, die vom Heiligen Geist erfüllt ist? Wie sieht das Leben aus, wo der Heilige Geist Raum überkommt? Was heisst das, wenn Christus in uns Gestalt gewinnen soll? Wenn das, was da in uns hineingelegt worden ist, in dem Moment, wo wir zum Glauben gefunden haben, wenn das mehr und mehr Raum einnehmen soll? Wie sieht das aus? Das erste, was der Text sagt, Gemeinde, die vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist eine Gemeinde, die sprachfähig wird. Eine Gemeinde, die sprachfähig wird. Und unabhängig davon, welche theologische Haltung du jetzt hast im Blick auf die sogenannte Zungenrede, eins ist klar,
Hier im Text, wo das Phänomen das erste Mal in der Heilsgeschichte vorkommt, ist es keine Gebetssprache. Es ist keine übernatürliche Sprache, es ist auch keine Engelssprache oder irgend so etwas, sondern da redet die Gläubigen eindeutig menschliche Sprache. Die werden auch aufgezählt. Parther, Meder, Elamiter und so weiter und so fort. Und Zuhörer fragen, wie hören wir sie einen jeden in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, von den grossen Taten Gottes reden? Im griechischen Text steht da für Mundart das Wort Dialektos. Unser deutsches Wort Walliserdeutsch kommt von dem Wort. Dialekt, Dialekt. Wie kann das sein, dass wir die gehören reden in unserem Dialekt? Das Erste, was passiert, wo der Heilige Geist Christen erfüllt, ist, dass sie sprachfähig werden. Oder anders ausgedrückt, dass sie das Evangelium, oder uns im Text heisst, die grossen Taten Gottes so können weitergehen, dass sie von ihrem Umfeld verstanden werden. Und wenn ihr den Text weiterleset, und macht da nach der Predigt heute, leset einmal weiter, wie die Geschichte weitergeht, Kapitel 2. Vor allem, wenn ihr Predigt leset, wo der Petrus denn gibt, für all das, was da passiert, dann werdet ihr merken, das Thema sind eben die grossen Taten Gottes, das Evangelium, der Tod von Jesus und vor allem seine Auferstehung. Und nicht etwa der Heilige Geist. Sie redet von Jesus, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist etwas, was wir heute mehr denn je brauchen. Christen, die sprachfähig sind. Christen, die das Evangelium so weitergeben können, dass es verstanden wird von denen, die zulassen. So dass es Sinn macht für die Zuhörer. Und immer dort, wo das passiert ist in der Missionsgeschichte, immer dort, wo Christen angefangen haben, das Evangelium so kommunizieren, dass es verstanden worden ist, ist Erweckung passiert. Immer. Der Martin Luther ist es gewesen, wo Gottes Wort auf Deutsch übersetzt hat. Reformation. Erweckung. Der Zwingli hat bei seiner Predigt zu seinem Amtsantritt als Lütpriester in Zürich aus dem Neuen Testament vorgelesen und er liest vor aus einem deutschen Neuen Testament und die Leute im Publikum haut es fast aus den Socken, weil sie das noch nie gehört haben. Gottes Wort in ihrer Sprache, sodass sie es verstehen. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Messe nur auf Latinisch gelesen worden, auch im Grossmünster in Zürich. Und der Zwingli geht hin und predigt auf Schweizerdeutsch. In England war der Charles Haddon Spurgeon, der so predigt hat, dass die Leute verstanden haben. Volkstümlich, spannend, mit Begeisterung. Jemand hat über den Spurgeon gesagt, stellt euch vor, man konnte alles verstehen. Ist eigentlich tragisch, wenn einer aus der Kirche rausgeht und sagt, das ist etwas Spezielles. Heute habe ich mal alles verstanden in der Kirche. Eigentlich eine Tragödie, oder? Eigentlich sollte es gerade umgekehrt sein. Eigentlich sollte das der Normalfall sein. Dass man versteht, was da vorne geredet wird. Dass man daraus kommt. Und das Spurgeon ist schnell einmal genau für das auch von kirchlicher Seite her kritisiert worden. Ein von seinen Kritikern hat gesagt, dieser junge Mensch von 21 Jahren erlaubt sich, eine Sprache zu führen, die nur einem grauen Haupte zusteht. Sein Gebet ist so familiär, dass man sich entsetzen muss. Wo bleibt da die gemessene Sprache unseres herrlichen englischen Gebetsbuches? Das sind so die Reaktionen auf da. Auf einen sprachfähigen Pastor, auf einen sprachfähigen Prediger, der das Ziel hat, seine Leute sprachfähig zu machen. Und ihr könnt in die ganze Missionsgeschichte hineinschauen. Überall dort, wo Christen sprachfähig geworden sind, passiert Erweckung. Und wenn ich heute um ein neues Pfingstwunder bete in unserem Land, denn nicht darum, dass wir als Christen irgendwie ekstatischer werden oder emotionaler oder irgend so etwas, sondern ich bete darum, dass wir als Christen wieder sprachfähig werden. Dass wir verstanden werden von den Leuten um uns herum. Wir haben eine Hammerbotschaft. Die beste Botschaft der Welt. Aber sie wird nicht verstanden. Wir müssen so reden, dass Menschen mit dem Glauben etwas anfangen können. Glaubhaft, verständlich müssen wir erklären, wann wir glauben
und warum wir glauben, wann wir glauben. Der Petrus formuliert es Jahre später im 1. Petrusbrief so. Er sagt, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung in euch, aber tut das mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das Wort, das da im Text für Verantwortung, deutsch Verantwortung übersetzt wird, ist auch wieder ein griechisches Wort, Apologia. Apologia, das meint Verteidigung, ein wohlüberlegtes Argument. Es meint die rationale Rechtfertigung vom Glauben, unser deutsches Wort wieder in der Theologie. Apologetik kommt von dem Wort Apologia. Die Verteidigung des Glaubens mit rationalen und vernünftigen Mitteln. Die Erklärung und die Verteidigung vom Glauben. Ihr Lieben, wenn Gottes Geist uns erfüllt, sodass Christus uns Gestalt gewinnt und in und durch uns verherrlicht wird, dann glaube ich, das Erste, was er will wirken. Das Erste, was er will in uns hinein wirken. Dass wir glaubwürdig und verständlich das Evangelium erklären können. Dass wir von den Menschen um uns herum verstanden werden. Und ich sage euch eins, wenn unsere Region überhaupt etwas braucht von uns, dann mehr Christen, die glaubwürdig, einfach, verständlich und nachvollziehbar erklären können, um was geht es eigentlich beim christlichen Glauben. Um was geht es eigentlich? Ich denke, ihr wisst ja, dass ich seit ein paar Jahren in der Armeeseelsorge bin. Letztes Jahr habe ich meinen ersten Weg gemacht mit dem Militärpolizeibataillon 2. Letzte Woche bin ich 3 Tage in einem taktischen Kurs mit dem Militärbataillon. Und ich habe im Weg jeden Morgen im Stabsrapport, das ist dann, wenn der Stab zusammenkommt und man den Tag planet und die nächsten Tage planet, ich habe jeden Morgen dürfen ein Wort zum Tag weitergeben. Nicht ein Wort zum Sonntag, sondern ein Wort zum Tag. Kurze Gedanken, inspirierende Gedanken. Ich habe das jedes Mal gemacht. Jedes Mal verknüpft mit irgendeiner Aussage aus der Bibel, wo ich versucht habe, ganz niederschwellig das einfach rüberzubringen. Und jetzt in dem taktischen Kurs hocke ich am 2. Abend, beim 4-Abend-Bier, mit den Kollegen zusammen. Und plötzlich sagt der eine von denen, weisst, Dani, ich hätte einen Wunsch für morgen. Okay. Sagt er zu mir, würdest du nicht ein Wort zum Tag machen? Ist jemand, der am Glauben distanziert, kritisch, wohlwollend gegenübersteht? So ein bisschen dort umeinander. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht vorbereitet, mit dem habe ich nie und nimmer gerechnet, aber ich habe dann sofort gesagt, ja, natürlich, mache ich, kläre das ab, nächsten Morgen Stabsrapport oder ein Stabstreffen. Dann heisst es so, und jetzt hören wir das Wort zum Tag. Und ich mache das Wort zum Tag einfach aus dem hohlen Bauch raus, zum Thema Begeisterung, wie wichtig das da ist, dass man etwas im Leben hat, was einen begeistert, was einen erfüllt, was einem Freude macht. Und dann sage ich in dem Wort zum Tag, und schaut, ist ganz interessant, in der Bibel, im Alten Testament, sagt Gott, in erster Linie ist mir nicht wichtig, dass du alle Regeln haltest, dass du nie übertrittst, dass du nichts falsch machst, dass du in das Schächtel hineinpackst, sondern Gott sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele. Mit Begeisterung und Leidenschaft. Und ich schaue so über zu dem einen Kollegen, der gefragt hat nach dem Wort zum Tag. Und der strahlt mich an. Ich glaube nicht, dass er gläubig ist. Aber er strahlt mich an. Und sagt im Nachgang zu mir, weisst, das erlebe ich nie sonst in einer Kirche. Dass nicht einfach ein Text vorgelesen wird, sondern dass ich verstehe, um was das geht. Ihr Lieben, da hat mir gezeigt, die Leute um uns herum sind parat, sie sind offen. Sie wollen verstehen. Aber sie verstehen die Sprache nicht, die wir oft reden oder die in den Kirchen oft geredet wird. Wir müssen wieder sprachfähig werden. Und ich glaube, dass Gottes Geist uns sprachfähig will machen. Ich glaube wirklich, das ist sein Hauptanliegen. Das ist das Erste, was passiert am Pfingsten. Dass der Heilige Geist kommt und die wissen, wie sie reden sollen. Also, lasst uns sprachfähig werden. Okay? Überlegt dir, warum bin ich eigentlich Christ? Ich weiss nicht, wenn du die Frage das letzte Mal gestellt hast. Aber deine Kollegen haben die Frage. Warum bist du eigentlich Christ? Überlegt dir,
Was habe ich denn bei Jesus gefunden, wo ich nie sonst gefunden habe? Warum bete ich? Wie bete ich? Wie bete ich? Was bringt mir der Glaube in meinem Alltag, in meiner Ehe, in der Beziehung zu meinen Kindern, in meinen Beziehungen sonst? Was bringt mir das? Wie kann ich auf natürliche Art und Weise mein Christsein so leben, dass es gesehen wird? Und vor allen Dingen, dass es verstanden wird? Wie erkläre ich meinen Kollegen, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehe, in den Gottesdienst? Und da auch noch hoffentlich freiwillig. Wie erkläre ich das meinen Kollegen? Weil die verstehen das nicht. Und wir sollten mehr darum beten, dass Gott uns sprachfähig macht. Wir sollten wieder darum beten. Der Text sagt ja, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen auszusprechen gab. Das heisst, die Jünger haben sich nicht selber ausgesucht, wer jetzt in welcher Sprache reden und welches Ziel Publikum erreichen soll. Und schaut, ich bete oft, Jesus, lass mich heute auf Menschen treffen, die offen sind, die Fragen haben. Und hilf mir, dass ich ihre Sprache rede. Hilf mir, dass ich ihre Sprache rede. Und ihnen das Evangelium kann erklären. Übrigens, mit dem Gebet bin ich nicht ganz allein. Es gibt Leute in der Bibel, die das schon gebetet haben. Paulus sagt, betet für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, wegen dem Geheimnis sitzt er jetzt im Gefängnis, betet drum, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Er sagt, ich brauche euer Gebet. Wenn ihr nicht für mich betet, werde ich nicht sprachfähig. Helfet mir, betet für mich. Und ich glaube, wenn der Paulus das gebraucht hat, betet dafür, dass ich sprachfähig werde, dann brauchen wir da nicht weniger. Wir sollten dir darum beten. Jesus, führ mir Menschen an, die Fragen haben. Und hilf mir, dass sie ihre Sprache reden. Vielleicht sagt jemand von euch, ich würde ja gern. Aber mir fehlt einfach der Mut. Mir fehlt der Mut. Schaut, das ist das Zweite, wo ich überzeugt bin, dass Gottes Geist da wirken will. In einer Gemeinde, wo er Gestalt, wo Jesus Gestalt gewinnt. Gott will uns Mut geben. Gott will uns mutig machen. Es hat die ersten Christen ziemlich viel Mut gekostet, öffentlich von den grossen Taten Gottes zu reden. Der Text sagt, habe ich euch schon gesagt, ungefähr 120 Personen sind an dem Pfingstmorgen zusammengekommen. Interessant, ungefähr etwa gleich viel wie heute plus minus da im Saal sind. Etwa so viel sind es gewesen, wo sie zusammengekommen sind. Und in Jerusalem sind zur Zeit vom Pfingstfest Tausende von Menschen. Und bis zu dem Zeitpunkt haben sich die 120 zurückgezogen gehabt. Sie sind schön unter sich geblieben. Sie haben sich unter sich getroffen. Ach, wir haben es doch gerade so gut unter uns. Ach, wir wollen keinen Ärger. Wir wollen keinen Konflikt. Wir wollen doch keinen Streit. Wir bleiben einfach unter uns. Aber dann kommt der Heilige Geist und sie treten raus. Und mit was für einem Mut treten sie raus? Warum? Weil der Heilige Geist ein Geist von Mut ist. Paulus sagt, Gott hat uns nicht einen Geist von der Angst gegeben, sondern einen Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Und wenn der Geist kommt und wenn wir uns erfüllen lassen von dem Geist, dann kommt auch der Mut, den wir brauchen, um rauszutreten. Und Mut braucht es. Mut braucht es. Mut hat es auch bei ihnen gebraucht, weil der Widerstand lässt nicht auf sich warten. Vers 13, ihr habt es gehört. Die einen haben sofort gesagt, ach, die sind doch besoffen. Die haben doch nicht alle Latten am Haken. Die sind doch nicht ganz geschnagelt. Das ist auch der Text sagt. Und es gibt Ausleger, die das aufs Verhalten der Jünger zurückführen und sagen, die Wirkung vom Heiligen Geist, die hätte eben so ausgesehen, als ob sie betrunken gewesen wären. Schaut, wenn ich den Text lese, und schauen, wie die Geschichte weitergeht, mit welcher Klarheit und Nüchternheit und Sachlichkeit der Petrus zusammen mit den anderen 11 Aposteln nachher ansteht und erklärt, was da passiert, dann hat das nichts mit Trunkensein zu tun oder mit Ekstase, dass man nicht mehr weiss, was man schwätzt. Die haben gewusst, von was sie reden.
Die haben in einer Klarheit und in einer Nüchternheit geredet, wo ich mir manchmal wünschte, ich hätte sie. Und er erklärt, was passiert und wie sich das mit Jesus verhält und dass das eben alles andere ist als Trunkenheit. Und ich glaube darum nicht, dass die Jünger unter dem Eindruck vom Heiligen Geist tatsächlich den äusseren Arschi erweckt haben, sie seien betrunken gewesen. Das ist ein plumper Versuch. Ein plumper Versuch von aussen, da einfach abzutun, was sie da erzählen. Das ist doch Geschwätz. Das ist doch Kabis, was die da schnurren. Von wegen Auferstehung und Jesus. Und das stimmt doch alles nicht. Später in der Apostelgeschichte erlebte Paulus genau das Gleiche. Interessanterweise, wo er auch von der Auferstehung redet. In Apostelgeschichte 17 in Athen heisst es, als sie aber Paulus von der Totenauferstehung sprechen hörten, spotteten die einen. Und sie sagen, ach, das ist doch ein Schwätzer, ein Schnurri. Das tut weh, oder? Es tut weh, wenn die Leute spotten und sagen, wie kann man nur so dumm sein und wirklich glauben, was in der Bibel steht. Also mir tut das weh. Jedes Mal. Aber der Petrus hat den Mut, aufzustehen, den Widerstand ganz sachlich zu entgegnen und erklärt den Leuten in seiner Predigt, das, was da passiert, das ist nicht etwas Fremdes. Schon im Alten Testament hat der Prophet Joel genau das vorausgesagt. Er hat gesagt, er wird seinen Geist ausgüssen auf die Menschen. Er sagt, auch du Verstehung ist nichts Neues. Überhaupt nicht. Schon der David hat im Alten Testament von der Auferstehung geredet. Und dann bringt der Petrus Botschaft vom Evangelium auf den Punkt. Er spitzt das zu und sagt Folgendes zu seinen Zuhörern. Er sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Ihr wisset da alle, sagt er. Ihr wisset da. Ihr wisset, der Jesus ist von Gott bewiesen worden als der Erlöser. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, diesen Mann habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Ihr seid verantwortlich dafür, dass der Messias tot ist. Obwohl ihr gewusst habt, dass er der Messias ist. Obwohl ihr gewusst habt und Gott hat unter Beweis gestellt, Jesus ist der Messias, trotzdem habt ihr den umgebracht. Ihr seid Mörder. Und dann sagt er, Vers 36, das ganze Haus Israel wissen und zuverlässig, dass Gott der Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Bam! Fadengrad. Da braucht Mut, oder? Ich finde, da braucht mega Mut. Es braucht Mut, so anzustehen und das zu sagen. Es braucht Mut, trotz Widerstand und Opposition zu den eigenen Überzeugungen zu stehen. Und ihr merkt selber, dass das auch in unserer Zeit oftmals nicht so einfach ist. Ich habe schon vorletzten Sonntag gesagt, wir erleben einen massiven Werteliberalismus, wo die Freiheit vom Individuum über allem anderen steht. Und es ist lang schon nicht mehr so, dass die christlichen Werte an und für sich bekämpft werden. Mehr und mehr werden jetzt die bekämpft, die diese Werte vertreten. Christen selber, unter Beschuss genommen. Oder aber, wir gelten schon gar nicht mehr als ernstzunehmende Diskussionspartner, wo man auf Augenhöhe mit ihnen redet. Es braucht Mut, anzustehen und zu sagen, mal, die Werte sind wichtig. Und da gehe ich nicht hinter zurück. Auch in der persönlichen Begegnung merke ich, dass man Mut braucht. Petrus konfrontiert da ziemlich klar und direkt seine Gegenüber mit den Worten und mit dem, was das Problem ist. Aber ich merke, mir fällt das nicht so leicht. Zum Beispiel jemandem zu sagen, du, ich habe den Eindruck, du solltest deinen Alkoholkonsum mal überdenken. Oder aber zu sagen, nein, man kommt nicht dadurch in den Himmel, dass man getauft ist und ab und zu mal eine religiöse Veranstaltung besucht. Nein, es ist nicht da. Oder aber zu sagen, nein, Jesus ist nicht primär darum zu uns gekommen, damit wir einfach eine bessere Version von uns selber werden. So, Jesus ist nicht einfach ein frommer Life-Coach.
Jesus ist nicht ein Lebensoptimierer und ein Persönlichkeitsmentor. Jesus ist der Erlöser. Und er ist gekommen, um uns zu retten. Weil wir ohne ihn verloren sind, weil wir ohne ihn verloren bleiben und weil wir ultimativ ohne ihn verloren gehen. Darum ist er gekommen. Aber da kommst du Mut. Da kommst du Mut. Und in einer Welt, wo das höchste Ziel oft ist, politisch korrekt zu sein und niemand zu verärgern und vor den Kopf zu stossen, braucht es Mut, das Evangelium nach aussen zu tragen. Es braucht Mut. Und bitte, an dieser Stelle, verwechselt Mut nicht mit Lieblosigkeit. Manche Christen verwechseln das. Sie denken, ja, das ist jetzt Mut, was ich jetzt da mache. Aber es ist nicht Mut, es ist tiefste Lieblosigkeit, wenn man einem anderen einfach überheblich, unsensibel und grob das Evangelium vor den Latz knallt. Das ist nicht Mut, das ist Lieblosigkeit und um das geht es nicht. Sondern es geht darum, Widerstand zum Trotz nach aussen zu treten und sich nicht einfach in die Defensive zurückzuziehen. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, die Jünger in unserer Geschichte hätten sich jede Menge Ärger sparen können, wenn sie an dem Sonntagmorgen, wo der Heilige Geist gekommen ist, gesagt hätten, ist das cool, jetzt ist der Heilige Geist da. Jetzt geht doch die Post ab unter uns. Jetzt haben wir es so richtig gut. Und jetzt bleiben wir einfach ein bisschen unter uns und leben ein fröhliches Insider-Christsein. Wie viel Ärger hätten sie sich sparen können? Wie viele Diskussionen hätten sie aus dem Weg gehen können? Wie viel Konflikt hätte es weniger gehabt? Und viele Gemeinden und Christen entscheiden sich für diesen Weg. Aber darf ich euch sagen, das ist nicht Kirche, wie Jesus sie sich gedacht hat. Das ist nicht Kirche, wie Jesus sie sich gedacht hat. Und das ist ganz sicher nicht Kirche, wo Jesus Gestalt gewinnt drin. Eine Kirche, die sich zurückzieht in die eigenen vier Wände und einfach ein bisschen das grosse christliche Happening für sich selber feiert. Und darf ich euch das sagen? Wir sind gewachsen als Gemeinde, ich freue mich sehr darüber. Aber das ist immer mein grösstes Anliegen und auch gleichzeitig meine grösste Angst, dass je mehr Leute dass wir sind, dass unsere Veranstaltungen zwar gut besucht sind, aber dass es einfach gute christliche Happenings sind. Ein gutes christliches Happening, wo ich mich selber wohlfühle und wo es mir gut tut und juhe und Halleluja und Amen. Nichts gegen all da. Aber wenn es nur noch da ist, wenn es nur noch da ist, ihr Lieben, dann liegen wir falsch. Wir sind nicht für da. Wir sind dafür da, mutig rauszutreten. Das Evangelium in unserer Region weiterzugeben. Sprachfähig. Und mit Mut. Das Evangelium mutig nach aussen zu tragen. Und für das braucht es die dritte Wirkung vom Heiligen Geist, die den Pfingsttag ausmacht. Und das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist, die im Text ein bisschen später in der Geschichte zum Tragen kommt, aber sie ist nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, sie ist für die Gemeinde eine der wichtigsten Wirkungen. Sie ist die, wo der Heine letzten Sonntag darüber geredet hat, nämlich, dass Gottes Geist uns will beziehungsfähig machen. Stellt euch mal die Gemeinde vor, in Jerusalem an dem ersten Sonntagmorgen. 120 Leute sind es am Sonntagmorgen. Am Sonntagabend sind es 3.120 Leute. Der Text sagt nämlich, und Petrus legte mit vielen anderen Worten Zeugnis ab und ermahnte die Zuhörer und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und die sein Wort aufnahmen, ließen sich am 26. Juni 2022 taufen. Dann ist nämlich bei uns Taufe. Wenn du noch nicht tauf bist, komm bitte heute auf mich oder auf den Heini zu. Sie ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden etwa 3000 Seelen, 3000 Menschen hinzugetan. 3000 Menschen, die zum Glauben kommen. Und wir könnten jetzt mit grosser Begeisterung sagen, wow, 3000 Leute, die zum Glauben kommen. Wir würden schon 3 lange. Oder? 3000. Okay, aber könnt ihr euch vorstellen, was das für Gemeinde bedeutet hat? 3000, die neu da sind. Was sind euch da für Menschen?
in die neue Kirche in Jerusalem kommen. Wir wissen es natürlich nicht, aber eins kann ich euch verraten. Es sind alles unfertige Menschen gewesen. Völlig unfertige Menschen. Das Einzige, was sie verstanden haben, war, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, damit ich durch den Glauben an ihn ewiges Leben überkomme. Und er ist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden. Das ist das Einzige, was sie verstanden haben bis zu dem Zeitpunkt. Das Einzige, was sie von dem neu entdeckten Glauben gewusst haben. Und eine riesige Hypothek, jeder von denen, bringt eine riesige Hypothek mit in die neue Gemeinde hinein. An Glaubensüberzeugungen, die wahrscheinlich überhaupt nicht zu dem passt haben, was Jesus wichtig ist. Das sind die einen aus dem jüdischen Hintergrund, die überhaupt nicht verstanden haben, welche Rolle spielt denn jetzt Beschneidung noch in dem neu gefundenen Glauben? Welche Rolle spielen die Speisevorschriften vom Alten Testament in dem neu gefundenen Glauben? Welche Rolle spielt das Gesetz vom Alten Testament überhaupt noch in dem neu gefundenen Glauben? Dann sind die anderen gewesen, die aus dem Heidentum raus zum Glauben gekommen sind, die sich gefragt haben, wie ist jetzt da mit meiner Loyalität gegenüber meinen römischen Göttern, die ich bis jetzt hatte? Wie handhabe ich das jetzt, wo ich Jesus angenommen habe? Wie ist da mit meiner Loyalität dem Kaiser gegenüber? Und vor allem, wie ist da mit dem Miteinander in der Gemeinde zwischen denen, die aus dem Judentum gekommen sind und denen, Entschuldigung, ich könnte auch so machen, denen, die aus dem Heidentum gekommen sind? Wie funktioniert das? Und nicht nur die religiöse Hypothek ist da. Da gibt es mit Sicherheit auch jede Menge seelsorgerlicher Lasten, die die Leute in die Gemeinde mitgeschleppt haben. Jeder von uns hat seine Hypothek, die er mit sich herumträgt. Sachen, die in unserer Biografie schiefgelaufen sind, die uns verletzt haben, die Zeit und Heilung brauchen. Das war damals nicht anders gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, bei 3000 Leuten, die zum Glauben finden und auf einen Klapf in die Kirche hineinströmen, ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, für die 120, die hier hocken. Aber schaut, Kirche, die von Gottes Geist erfüllt ist, Menschen, die Christus Gestalt in ihnen gewinnt, sind beziehungsfähig. Sie bemühen sich, Menschen ein geistliches Zuhause zu geben. Und wenn wir Kirche sein wollen, wo Jesus Gestalt gewinnt drin, wenn wir Kirche sein wollen, wo Jesus gross wird, wo Gottes Geist Christus verherrlicht, dann müssen wir um das ringen. Immer wieder neu. Hilf uns, Jesus, dass wir ein Ort sind, wo wir neue Menschen mit ihnen nehmen können, wo wir ihnen ein Zuhause geben können, wo wir ihnen Zeit lassen. Zeit lassen, heil zu werden von dem, was sie mit sich herumtragen. Wo wir ihnen Zeit lassen, das, was sie bis jetzt an Überzeugungen hatten, neu zu sortieren und einzuordnen in den neu gefundenen Glauben hinein. Heute ist Pfingsten und ich habe die letzten fast 30 Jahre immer wieder gehört, was wir brauchen, ist ein neues Pfingsten. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir ein neues Pfingsten in unseren Kirchen brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir ein neues Pfingsten in dem Sinn brauchen, dass Gott seinen Geist nochmal ausgiessen müsste. Das glaube ich nicht. Sondern vielmehr, dass wir uns von dem Geist, der da ist, oder ich sage es mal ein bisschen einfacher, dass wir uns von Jesus, der in uns hinein lebt, ganz neu erfüllen lassen. Das glaube ich. Dass wir uns schenken lassen, was er damals schon den ersten Christen geschenkt hat, eine Sprachfähigkeit für das Evangelium. Können reden über den Glauben, so dass wir verstanden werden, dass wir den Mut wiederfinden, mit ihm dort zu widerstehen, mit Überzeugung für das Evangelium einzustehen, statt der Christzeit zu leben, wo man sich einfach zurückzieht in die eigensichere Welt. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, dass wir Bereitschaft brauchen, neue Gläubige, Leute, die neu zum Glauben gefunden haben, ein echtes geistliches Zuhause zu geben, auch wenn sie noch nicht fertig sind. Auch wenn sie noch nicht fertig sind. Schaut, wir hätten manchmal gern, die Leute würden fix, fertig, christlich, aufpoliert an der Tür stehen und die Gemeinde finden. Das hätten wir gern, oder? Aber darf ich euch sagen, was Gefäß ist, wo die Leute fertig werden und aufpoliert werden. Gemeinde, da ist der Ort, wo die Leute
wachsen, heil werden. Nicht erst vorher. Wieso sollen sie denn noch da hinkommen, wenn sie all das schon haben? Wieso soll ich noch in eine Kirche gehen, wenn ich alles schon vorher gefunden habe? Wir müssen lernen. Auch wenn Menschen Hypotheken mit sich umschleppen, auch wenn es Zeit braucht, bis sie heil werden, ihnen es die Heiz zu geben. Und zu sagen, schön bist du da. Schön bist du heute da. Ich freue mich. Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Geist ausgegossen, um in 120 Leuten Gestalt zu gewinnen und sich zu verherrlichen. Ich glaube, wenn Gott das damals hätte können und seit damals in Jerusalem über die ganze Welt hinweg, dann glaube ich, dass Jesus das auch heute noch kann. Und ich glaube, dass Jesus in uns und durch uns das Gleiche bewirken will, hier im Wallis. Aber meine Frage ist, bist du mit dabei? Bist du mit dabei? Weil über Pfingsten reden ist eins. Und sich freuen an dem, was vor 2000 Jahren passiert ist, ist eins. Aber bereit zu werden, zu sagen, ich bin da, Herr, damit das Gleiche heute in meinem Leben passieren kann und in meinem Umfeld passieren kann, das ist etwas anderes. Und da bist du gefragt. Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Die musst du selber treffen. Aber ich mache dir Mut, triff sie. Weil es gibt nichts Besseres, als wenn man merkt, ich werde zum Segen für andere. Ich werde zum Segensträger für andere. Und die Menschen um mich herum wachsen und verstehen das Evangelium und wachsen da drin hinein. Bist mit dabei. Amen.